Danke. Hallo, ich bin Michael von Stock Watchingers, der Veranstalter. Schön, dass ihr gekommen seid. Und danke an die Neuköllner Linke für ihre Unterstützung hier. Zunächst einmal ein paar Worte zu dieser Demo. Ich denke, das wird wie letztes Mal auch keine gewöhnliche Demo werden, denn hinter der Demo steht keine Organisation, keine Partei. Ein Dutzend engagierter Menschen hat diese Demo organisiert und auch finanziert, inklusive Spenden, für die ich mich bedanke. Wir werden euch auf der Demo fordern, denn wir denken, dass es Zeit ist, die Menschen, euch und die noch dazukommen, nicht mit hohlen Phrasen abzuspeichen oder mit Versprechen. Es brodelt. Es brodelt bei mir, bei Freunden, bei euch, bei vielen, die heute zu Hause geblieben sind. Was ist passiert? Es hat sich eine Gelegenheit ergeben in Form eines Zeitfensters durch den Mut eines jungen Mannes, der bei der NSE ausgestiegen ist. Wurde etwas bewiesen, was vorher als schwer oder nicht beweisbar galt. Edward Snowden konnte seine Arbeit und sein Wissen um die Geheimnisse, die er weiß, nicht stillschweigen bewahren und wollte dies auch nicht. Zu viel steht auf dem Spiel. Und zwar nicht weniger als unser aller Freiheit und die Reste von dem, was uns hier noch als funktionierende Demokratie verkauft wird. Eine Demokratie, die kaum noch ein Schatten ihrer selbst ist. Diese Demo ist sicher keine Spaßveranstaltung, obwohl ich hoffe, dass wir trotzdem Spaß haben werden, weil wir trotz aller Ernsthaftigkeit und der Schwere des Themas, weswegen wir uns hier versammelt haben, dem großen Bruder mit einem mutigen und leichtem Lächeln gegenübertreten sollten. Es wird viel nachdenkliche Musik geboten werden und Reden, denen es zu lauschen lohnen wird. Auf der Demo werden Ruben Lehnert, Bruno Kramm, Cornelia Otto, Jörg und Diani sprechen. Unser wohl spannendster Gast ist für viele sicher Annie Mechon, eine ehemalige MI5-Agentin, die 1997 zur Whistleblowerin wurde und um ihr Leben bangen musste, weil sie dem britischen Inlandsgeheimdienst den Rücken kehrte. Gastredner von der Freistadt Angst-Demo ist Padelun, Ehrenmitglied beim Chaos Computer Club und Mitbegründer von Digital Courage. Noch ist es ein Kampf David gegen Goliath, weil zu wenige auf die Straßen gehen. Keine Sorge, unterwegs werden es mehr werden. Doch erstens gab es schon viele Davids, die friedlich einen Goliath besiegt bzw. zur Verantwortung gezogen haben. Und zweitens werden wir wachsen. Denn ihr alle seid unsere Multiplikatoren. Eure Aufgabe ist es, andere Menschen davon zu überzeugen, nun auf die Straße zu gehen, friedlich Widerstand zu leisten. Das heißt, sprecht mit euren Bekannten, Kollegen, Freunden, Kindern, Eltern. Macht ihnen klar, worum es geht, sodass aus den 1000 Davids Millionen werden, die letztendlich dafür sorgen werden, unsere Grundrechte und die unserer Mitmenschen überall auf der Welt wiederherzustellen. Und wenn der eine oder andere von euch mal verzweifelt sein sollte, es gibt eine schöne Interpretation vom Mythos des Sisyphos von Albert Camus. Sisyphos hat sich mit keinem Geringeren als dem Göttervater Zeus angelegt, wurde letztendlich dazu verurteilt, bis in alle Ewigkeiten einen Stein, einen Berg hochzurollen. Camus sagt nun, man solle sich Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen. Auch wir werden metaphorisch gesehen noch viele Steine zu rollen haben und manchmal mag das sinnlos erscheinen. Jedoch sollten wir dabei glücklich sein, denn wir tun es mit dem Wissen, dass es letztlich doch Sinn macht, denn es ist das Richtige für uns, unsere Freunde, unsere Verwandten und unsere Bekannten. Damit ist diese Demo eröffnet, welche sich ungefähr 10 Minuten da vorne in Bewegung setzen wird, der Stein rollt. Und nochmal ein Hinweis an die Ordner, der Stop Watchingers Demo bitte vorne links bei den Lautikabis melden. Danke. Vielen Dank, Michael.